Hallo, mein Name ist Kerstin Stramfer-Ilkitz. Ich bin der erste Vorstand vom Verein Gemeinsam für Sternenkinder und Frühchen in Franken e.V. Hallo, ich bin die Tanja Rechter. Ich bin der zweite Vorstand und ich unterstütze die Kerstin in allen Belangen. Unser Einsatzgebiet ist hauptsächlich in Franken, aber wir agieren auch deutschlandweit. Unser Verein unterstützt die Eltern und begleitet die Eltern mit Kleidung für Sternenkinder. Und wir unterstützen auch die Eltern nach der Geburt mit Kleidung für Frühchen. Wir befinden uns hier im Lager vom Gemeinsam für Sternenkinder und Frühchen in Franken e.V. Der Sitz des Vereines ist in Neustadt an der Aisch. Unser Verein besteht aus 12 Aktiven, müsste es sein. Ja, 12 aktiven Mitgliedern. Und einige passive Mitglieder. Und wir sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Ich zum Beispiel bin zu dem Verein gekommen durchs Basteln, weil ich gern gebastelt habe. Wir haben aber im Verein dabei auch selber Frühchen. Haben im Verein auch Eltern dabei, wo selber ein Sternenkind haben oder beziehungsweise hatten. Und haben auch Eltern dabei, wo selber ja, Frühchen auf die Welt gebracht haben. Unser Ziel des Vereines ist, dass wir die Eltern begleiten, Hilfestellung geben, dass sie einfach wissen, sie sind nicht allein. Ja. Und der letzte Weg des Kindes, schön eingebettet in bunten Sachen, je nachdem, wie es die Eltern gern hätten, die ja begleitet werden. Genau, also wir können nur Erinnerungen schaffen, sagen wir immer. Meistens werden wir per Mail kontaktiert. Persönliche Hilferufe zum Beispiel, wo das Kind gerade verstorben ist, dann meldet sich der Vater und dann wird es einfach besprochen. Was wird gewünscht? Farbwunsch eventuell. Genau. Und dann schauen wir natürlich, dass so schnell wie möglich die Kleidungssachen in die Klinik kommen. Manchmal auf dem Postweg, manchmal finden die Übergaben auch privat statt. Das kommt immer darauf an, wo der Hilferuf herkommt. Wir nähen ein Overall, der ist zum Binden. Das ist einfach zum Anziehen für die Kleinen. Dazu haben wir eine passende Mütze. Und als Erinnerungsstücke kriegen die Eltern jeweils 3 Herzen mit. Ein Herz geht ans Kind mit dem Kind ins Grab. Ein Herz bleibt bei der Mama und eins beim Papa. Gibt aber auch Eltern, wo dann die Oma oder der Opa auch noch was abbekommen. Dazu haben wir dann noch die Perlenengel. Die gibt es auch noch als Beigabe dazu. Und Zöckchen haben dann die meisten Kinder auch noch an, damit sie nicht frieren. Und dann haben wir noch als Beigabe so kleine Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind dabei, also die sollen die Leichtigkeit des Fliegens, den letzten Weg begleiten von dem Kind. Und das Einfacher einfach machen, weil der Schmetterling ist leicht, fühlt sich wohl in der Luft, genau. Wenn ich nähe, tut es gut, weil man weiß, man kann damit Eltern unterstützen, die eine schlimme Phase hinter sich haben, beziehungsweise noch vor sich haben, weil sie einen schweren Verlust hatten, weil sie ihr Kind zu Grabe tragen mussten und der Weg einfach schwer ist. Und Es steckt eigentlich in jedem Teil, wo man näht oder bastelt, viel Herzblut auch mit drin. Ich nähe, weil ich meine eigene Trauer damit verarbeite. Ich habe 2006 meine Tochter Lara tot zur Welt gebracht, im 8. Schwangerschaftsmonat. Und wie Tanja schon sagt, mit jedem Kleidungsstück steckt einfach so viel Liebe drin. Ich möchte einfach den Eltern was zurückgeben, was mir nicht, ja, was ich halt nicht bekommen habe in der Klinik. Einer der Wünsche ist, wo wir, glaube ich, gemeinsam haben, wo es auch im Vereinsnamen drin dabei steht, dass das Thema Sternenkinder, das Tabu mehr gebrochen wird, dass die Eltern mehr unterstützt werden von den Kliniken, dass einfach mehr darüber geredet wird. Ja, das ist eigentlich einer meiner großen Wünsche. Wir finanzieren uns über Spenden. Wir kriegen Stoffspenden, wir kriegen Geldspenden, wir haben eine Amazon-Liste und für die Eltern ist alles, was die Eltern bekommen und die Kliniken bekommen, stellen wir kostenlos zur Verfügung.
Sollen wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, dass Sie sich unsere Homepage anschauen unter Gemeinsam für Sternenkinder und Früchte in Franken e.V. Es sind immer aktuell Bilder, sind die Bilder von den Spenden, von den gefertigten Teilen und auch von den Übergaben zu finden.